Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Ja, lang ist her das letzte Video und das letzte war ja auch wieder bloß so ein kurzes über den Radlader. Und ich dachte mir, ich mache mal ein Update-Video, weil es kommen echt viele Fragen von euch. Wann geht's weiter? Ist das wirklich das Ende gewesen? Kommt da noch was? Und so weiter. Und ja, kurz und knapp, es geht heute um den Gabelstapler. Da ging es bis Folge 5. Ja, wer jetzt hier nicht ganz auf dem Laufenden ist, ich verlinke euch mal das Ganze und ja, dann könnt ihr da mal reingucken. Und was ist passiert oder was ist denn so Stand der Dinge? Also ich habe das ja umgebaut und wenn ihr die Playliste durchgeguckt habt vom Gabelstapler, war es ja so, fahren und lenken top, Ast rein ging super und dann ging das Hubgerüst los und absolute Katastrophe. Also ich habe ja da angefangen mit den kuriosesten Sachen. Ich habe mal ein bisschen was hergelegt. Ich habe mir hier so einen Zylinder mal gebaut mit so einer Trapezspindel, weil ich mir dachte, das ist super. Die haben auch gute Kraftübertragung, ganz wunderbar. War auch echt eine schöne Sache eigentlich. Der läuft auch gut. Das Problem ist, konnte ich nicht nachschneiden. Die Längen waren begrenzt, die Verfügbarkeit war begrenzt. Teuer dann auch, weil wenn ich das natürlich jetzt in ein bisschen kleinerer Größe haben will und so weiter. Ja, dann war das nächste, dass ich an der CNC-Fräse angefangen habe. Und zwar, das sind so Zimmerer-Spacks, einfach große Schrauben mit so einem ganz groben Gewinde hier. Und habe da in so eine Messinghülse ein passendes Gewinde für die hier reingedreht. Das heißt, ich kann jetzt hier das im Endeffekt, Moment, das war glaube ich für die hier, könnte auch der Prototyp, ne, hier geht's. Also hier kann ich jetzt im Endeffekt hier ein schönes Gewinde reinschneiden, das tatsächlich auf diese Schrauben hier gepasst hat. Auch gut, hat aber auch gezackelt und hat nicht so richtig funktioniert. Ich habe es dann nochmal mit so Teflonringen probiert, die abgedreht, da ein Gewinde reingeschnitten, die laufen schon ein bisschen sauberer. Aber im Großen und Ganzen, ja super, es funktioniert, also ich kann das machen, aber es war nicht die Lösung des Ganzen. Das nächste war ja das, dass ich gesagt habe, okay, ich baue diesen Motor hier unten ein und den hier oben ein. Ja, das war jetzt der letzte Stand, glaube ich, wo man so grob gesehen hat. Hat aber auch nicht wirklich funktioniert. Das hat gezackelt, auch wenn ich es relativ mit viel Spiel eingebaut habe. Die Dinger waren langsam, die Kraft kam irgendwie doch nicht daher. Und ich hatte ja dann dieses Testvideo gemacht, wo ich die ganzen Sachen probiert habe, wo ich diese schönen langen Zylinder hatte. Die haben halt den Endabschalter schon mit dabei. Die haben Bums ohne Ende, also richtig krass Kraft. Und die wollte ich haben. Und dann habe ich ja das getestet und ich hatte ja einen, der so richtig genial ist. Und da ist ja So, in 1000 Einzelteile ist mir der ja zersprungen, weil der halt nicht so schön geführt war. Und ja, das war eigentlich dann so das Ende des Ganzen, wie es da gelaufen ist. Und den habe ich dann bestellt. Dann kam er nicht. Dann habe ich ihn nochmal bestellt. Dann kam er wieder nicht. Dann war er plötzlich nicht lieferbar. Dann waren sie lieferbar, aber zum achtfachen Preis plötzlich. Ja, dann habe ich nochmal bestellt, der ist dann irgendwie, boah, immer verschütt gegangen, also es hat ewig gedauert, bis ich die hatte und als sie dann kamen, war das Ding einfach schon in einer Kiste, da habe ich die reingelegt und tatsächlich genau da lag er. Ja. Zwischenzeitlich im Sommer mache ich nicht ganz so viel, das habt ihr gemerkt, da habe ich mal raus und habe mal ein bisschen angefangen. Ich habe aktuell jetzt hier auch ein Prototyp drin. Sieht so aus, der steht hier einfach drin. Das funktioniert auch momentan. Es ist noch nicht wirklich viel getestet worden. Der Einbau passt noch nicht ganz. Die Teile sind alle noch ein bisschen. Das war mal so spontan. Komm, das probiere ich jetzt nochmal. Hat aber nicht ganz so funktioniert, nicht ganz so gepasst. Also der Ansatz ist super. Und genau da werde ich jetzt auch drauf aufbauen, dass wir hier mal vorwärts kommen. Ja? Also, was ist so aktueller Punkt? Das ist aktueller Stand vom Fahren. Das heißt, wir haben ja hier den Servo drin mit Servohalterung. Das ging erst rein. Wir haben hier die Aufnahme für die Originalachse. Die Originalachse kann pendeln, ohne dass sie einlenkt. Das finde ich gerade bei einem Gabelstapler natürlich eine wichtige Sache, weil da geht es ja oft wirklich um Millimeter hin oder her. Das heißt, da kann der hier hin und her pendeln. Alles super. Ja?
ohne dass der halt einlenkt, weil das passiert halt normal. Und jetzt haben wir wirklich einen starren Servo und eine pendelnde Achse und der lenkt trotzdem nicht ein. Das ist jetzt hier ein bisschen die Besonderheit an dem Ganzen. Wir haben hier vorne zwei RB35 Motoren drin mit der Aufnahme für die Motoren, die ist jetzt wieder als Stahlrohr ausgeführt. Ihr kennt es von den anderen Achsen, 3D-Pendel und so weiter. Auch der Radlader arbeitet mit denen. Der Dumper, Volvo-Dumper arbeitet auch mit denen. Das ist hier alles jetzt drin. Die Radadapter sind jetzt hier noch in Alu gefräst. Ob das so bleibt, weiß ich momentan nicht. Ich muss mal gucken, wie es vom Aufwand, von den Kosten her ist, was machbar ist. Ob das dementsprechend auch tragbar, zahlbar Sinn macht, das ist immer so die andere Sache. Klar, für ein Modell überhaupt kein Thema. Es sind zwei Radadapter, die habe ich mir durchgefräst. Wenn ihr allerdings sagt, okay, wir wollen ja hier die Bausätze haben und die müssen auch irgendwo A, bezahlbar sein und für mich natürlich auch in einer gewissen Zeit herstellbar sein, ohne dass ich, keine Ahnung, bei jedem dritten Teil dann für 60 Euro einen neuen Fräser kaufen muss, weil mache ich halt nicht so oft, ja, bin ich noch nicht so drin in der Materie. Deswegen. Also da müssen wir einfach mal gucken. Aber wie gesagt, soweit, das gibt's auch schon. Ich habe aber in meinem Shop natürlich noch nichts drin, denn ich war mir noch nicht sicher, ob hier noch was geändert wird. Also an der Lenkung nicht. Die Lenkung ist soweit safe. Aber hier vorne ist an der Antriebsachse ist die Aufnahme von dem Hubgerüst mit dabei. Das heißt, der wird hier nachher festgemacht und das kommt dann hier so dran. Da wusste ich aber noch nicht oder weiß immer noch nicht genau, ob das jetzt final ist. Das heißt, hier kann es natürlich immer noch mal eine Änderung geben von diesem Bauteil. Das heißt, wenn ich sage, okay, ihr dürft es haben, zumindest mal dieses Antriebskonzept und vorne müsst ihr euch halt jetzt momentan was überlegen, überhaupt kein Thema. Ja? Also wenn ihr da Interesse habt, einfach mir eine E-Mail schreiben auf meiner Seite www.rc-bruderbaustelle.de, da ist ein Kontaktformular, da einfach reinschreiben. Dann bringen wir da auch was hin, da könnt ihr gerne eine Anfrage stellen zu diesen Teilen. Aber wie gesagt, wenn jetzt hier was geändert wird, kann es eben sein, dass dann, wenn ihr sagt, okay, ich habe das jetzt alles gekauft und habe das eingebaut und will dann, wenn das Hubgerüst verfügbar ist, noch kaufen und es gab eine Änderung, dass dann dieses Teil eben nochmal ausgetauscht werden muss. Ja? Das kann sein. Weiß ich jetzt momentan nicht. Ich habe es nicht vor. Ich habe es wirklich nicht vor. Mein Plan ist wirklich, das hier ist final da dran. Alles super. Und jetzt wird nur noch dazu gebaut. Ja? So, also, das ist mal Stand der Dinge. Das hier habe ich überhaupt kein Thema. Läuft soweit. Hier, wie gesagt, der Prototyp schaut ultra gut aus. Das gefällt mir. Und wir müssen einfach mal gucken, was wir für Gewichte hier hinbekommen. Das Ganze ist jetzt relativ gut stabilisiert. Ist auch relativ einfach zum Händeln von dem Ganzen. Und genau. Was ich gemacht habe, ist, ich habe die vordere Gabel hier verstärkt vorne und hinten, da kommen Platten rein, denn das Ding, das verzieht, das ist abnormal. Also wenn hier ein bisschen mehr Gewicht drauf kommt, dann gibt es einfach so nach, weil es relativ filigran ist. Kann ich euch nur empfehlen. Werde ich auch mit anbieten natürlich, die Druckteile, dass ihr sagt, da zack hin, ist das Thema einfach gegessen und dann läuft es. Ja. Also das wäre mal das eine. Wie gesagt, das Hubgerüst, ich bin guter Dinge, dass das jetzt hier irgendwo mal in der nächsten Zeit auch irgendwo fertiggestellt wird. Und dann fehlen eigentlich nur noch zwei Sachen. Denn einmal wollen wir natürlich das Hubgerüst noch nach vorne und nach hinten kippen. Das heißt, diese Funktion wird noch eingebaut werden. Habe ich auch schon eine Lösung im Kopf. Mal gucken, aber eine Baustelle nach der anderen aktuell. Und das zweite ist es, dass wir hier gucken, wie wir hier möglichst sauber und versteckt ein Akkufach natürlich reinbringen und das Ganze so zusammenbauen, dass es auch wartungstechnisch jederzeit immer zum Öffnen ist und so weiter. Dass das also alles reibungslos für jeden funktioniert und nicht immer irgendwo großartig ausartet. Weil das Schlimmste ist natürlich das, man steht irgendwo auf dem Parcours, irgendwas hackelt und jetzt muss ich an das Modell ran und jetzt, wie kriege ich es auf? Komme ich da überall hin? Brauche ich irgendwie Werkzeuge? Ist das ein Mordsgefummel? Ja, also am liebsten habe ich es natürlich so, wie wir es beim Dumper haben. Ich habe gar keinen dastehen heute. Wie wir es beim Dumper haben, wo ich sagen kann, zack, Kabine runter, ich komme an alles sofort hin. Das Ding ist wartungstechnisch einfach so genial gelöst. Ich kann es auch ohne die Hauptkabine mal testfahren.
soweit. Das heißt, ich sehe die ganze Mechanik, ich sehe, funktioniert ein Servo mal nicht oder ist irgendwas verbogen oder ist irgendwas geklemmt oder ist irgendwo Dreck reingekommen und das funktioniert. So, und so stelle ich mir das hier natürlich auch vor, ja, dass wir einfach eine einfache Wartung machen können, ja, auch mal ohne großartig Gefummel und Werkzeuge. Ja. Also, das ist mal der Lindegabelstapler. Wie gesagt, ich bin da dran. Ich habe das Projekt wieder aufgenommen. Ist ein bisschen in Vergessenheit geraten bei mir, weil er war jetzt auch nicht unbedingt irgendwo, wo ich sage, so, oh, ich habe ihn noch nicht. Ich brauche den jetzt ganz dringend irgendwo für irgendwas. Deswegen, ja gut. So, ich stelle ihn mal hier ein bisschen zur Seite. Ja, das sieht so dann nichts. Ich stelle ihn einfach mal runter. So. Das nächste Thema, der Radlader, der macht mich ganz kirre. Ihr habt es im letzten Video schon gesehen, fahren, lenken, Thema durch. Das kann ich. Ich bin einfach eher LKW, habe ich so das Gefühl. Alles andere macht mich ganz fuchsig. Nein, also ihr wisst es, ich habe auch schon Bagger gebaut und wir haben auch schon Zylinder zusammengebaut. Bei Manitou, das hat auch alles wunderbar funktioniert. Aber irgendwie hänge ich an diesen schönen, brachial starken Zylinder mit den Endabschaltern, die halt einfach fixe Längen haben, fixe Größen haben, fixe Laufzeiten haben. Aber eins nach dem anderen. Der Radlader. Ich habe euch ja das letzte Mal schon gezeigt, boah, das ist mittlerweile ganz schön schwer. Ist aber auch die Stahlausführung. Zeige ich euch auch gleich was dazu. Kabine. Auch hier will ich es wartungsfreundlich haben. Das ist aber ein Thema, das steht noch weit hinten an. Ja. Da werde ich aber auf jeden Fall auch gucken, dass wir natürlich irgendeine Lösung finden. Wir haben hinten drin die Pendelachse, die übrigens einstellbar ist. Das heißt, ich kann das Pendel einstellen und feinjustieren, denn je nachdem, welche Reifen ich dann drauf mache, kann er ja mehr einpendeln oder weniger. Ja. Zeige ich euch gleich. Das heißt, hier ist jederzeit zum Einstellen, dass auch bei mir ist es eher so, ah, ich schneide doch mal aus Versehen im Eifer des Gefechts vielleicht mal einen Millimeter zu weit weg und natürlich über diesen Pendelweg ist es natürlich draußen unter Umständen gleich mal 3-4 Millimeter und dann würde der Reifen anstoßen. Das heißt, ich kann das jederzeit nochmal fein justieren. Ja, ist also überhaupt kein Thema. Das ganze Bauteil ist richtig fest geschraubt. Wir haben unten zwei Lenkservos drin, die nach vorne das weiterführen. Das Lenkgestänge ist komplett ein Modul. Und wir haben vorne hier auch die Aufnahme. Wie gesagt, einmal für die Lenkung natürlich und einmal für die Motoren. Und jetzt kommt eigentlich einer der Punkte. Das hier ist jetzt die Metallausführung. Ja, das sind Stahlrohre. Analog für die 25er Motoren sind das halt für die RB35 Motoren. Die lasse ich mir dementsprechend immer machen. Denn hier gehen diese Motoren halt gerade so. So. Also die passen wirklich ganz genau. Da habe ich so gut wie gar kein Spiel. Manchmal geht es, je nachdem wie die Motoren, die sind auch nicht immer alle gleich, muss man noch, sogar noch ein bisschen nachfeilen. Deswegen, das ist diese Stahlrohrausführung. Ich finde die ganz gut, da kann ich halt die Mahnschraube schön reindrehen, die hält auch wunderbar. Überhaupt kein Thema. Beim Radlader habe ich ja gesagt, ich will nicht auf die RB25er gehen, ich will auf die 35er gehen. Sie fahren sich einfach schöner. Also die sind durch dieses grobe Getriebe, gerade im feinen Fahren, und ich will ja hier auch den großen Fahrregler einbauen, den Truck-Regler, da sind die ganz fein und ganz weich zum Fahren. Und das haben die 25er nicht, die haben kleineres Getriebe drin, kleinere Zahnräder, sind dadurch einfach ein bisschen nicht so filigran, nicht so weich. Ja, so, das heißt, hier werden wir ja bei den RB35 Motoren bleiben. Und sie haben natürlich mehr Kraft und ihr könnt sie auch überall besorgen. Das heißt, ich habe jetzt nicht diese Not wie bei den 25ern, die ich extra immer besorgen muss für meine Modelle, weil man halt die in dieser Leistungsstärke nicht einfach so überall kaufen kann. Den RB35, das ist ein Standardmotor, den kriegt ihr beim Konrad, den kriegt ihr glaube ich sogar bei Amazon, den kriegt ihr in, ich sage jetzt mal, so gut wie jedem Modellbauladen. Ihr könnt sie natürlich bei mir wahrscheinlich mitbestellen, wenn ich welche auf Lager habe, aber eben, es ist einfach die Verfügbarkeit. Ja? Haben wir weniger Probleme. Genau, also, ursprünglicher Plan. Gefällt mir natürlich viel besser. A, das Ganze wird ein bisschen schwerer, es ist ein bisschen massiver, es ist natürlich auch schön kompakt. Aber es macht die ganze Geschichte auch teuer, denn diese Rohre hier sind wesentlich teurer als jetzt bei den anderen.
kosten auch bei den anderen, bei den Pendelachsen, das Geld. Ja? Es ist jetzt kein 3D-Druck oder Plastikding oder irgendwie sowas, sondern das sind so richtige Präzisionsstahlrohre, die ich hier habe. Ihr seht ja, wie das hier reinflutscht. Und ich habe da auch viele probiert und viele günstige, und entweder die waren dann unrund, dann kriegst du den Motor auch nicht rein, also so, alles blöd. So, die kosten aber richtig Geld. Und jetzt habe ich natürlich so ein paar Sachen zusammengerechnet, schon wie es denn hier ausschaut, denn wir haben die Reifen hier, war ja mein ursprünglicher Plan, so wird meiner. Ja, also wir müssen immer unterscheiden, Bausatz und meiner. Meinen mache ich auch so, wie ich will. Ich bin auch Modellbauer. Ja, aber ich will euch hier ein bisschen mehr Optionen geben. Ja, also, ja, diese Reifen hier, die habe ich jetzt beim Getriebedoktor bestellt. Grüße gehen raus. Und habe mir hier eine zweiteilige, heißt das Radnabe oder Felge? Also eine zweiteilige Felge, ich kriege es gar nicht raus. Die ist auch so auf Pressgrad. Die ist zweiteilig, das heißt, ich kann einmal Radnabe, schätze ich jetzt einfach mal, hinschrauben und dann den Reifen drauf und dann durchschrauben. Das funktioniert einwandfrei. Hier ist mal jetzt eine Prototypfelge drauf, weil die hat schon den 6 mm Messingadapter hinten drin. Wenn es lackiert ist, schaut das Ganze dann so aus. Muss ich sagen, es schaut einfach gut aus. Ja? Es ist so, die sind walgen die schön. Und die sind auch jetzt ausgebleit, also sind richtig schön schwer. Man kann die wunderbar dazu noch ausbleien. Also tolle Sache. Ja? Aber auch die kosten Geld. Die Felgen sind elendlang im Druck, damit die halt dementsprechend auch diese Belastung aushalten. Dann kommt das Messing mit dazu, die Drehbankarbeit mit dazu und natürlich der Gummireifen an sich, der natürlich jetzt auch nicht irgendwo geschenkt ist. Ihr wisst, was Gummireifen kosten im Modellbaubereich. Da kann ich für echte Reifen für das Geld kaufen. Das ist so. Ja, also das war ja jetzt der ursprüngliche Plan. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte aber hier auch eine Alternative bieten. Und die Alternative fängt natürlich jetzt einmal beim Reifen an. Das heißt, statt dem Gummireifen wollte ich natürlich die Option bieten, auch wieder die Originalreifen zu benutzen. Das heißt, hier ist wieder ein Adapter drin mit Messing-Sechskant diesmal, dass da wirklich die Kraft auch dementsprechend gut übertragen wird. Wir haben andere Schrauben drin, die sind wesentlich länger, ein bisschen griffiger, die den Adapter festhalten. Ist alles geschraubt wieder, man kann es jederzeit auseinanderbauen, austauschen etc. So, und aber ja, was soll ich sagen? Ist halt die günstigere Variante, ja? Also die wirklich günstigere Variante, denn ich brauche keine Reifen dazu kaufen, ich brauche bloß die Adapter, Thema erledigt. Ja? Die Breite habe ich übrigens gleich gewählt, das heißt, egal welche Achse ich dann nehme, die ist immer die gleiche. Also die Achsbreite bleibt gleich mit den Motoren, die Adapter passen das dementsprechend an. Ja? So, und jetzt haben wir genau diesen Punkt, wenn ich natürlich diesen Reifen drauf mache, der hier dementsprechend breiter ist, habe ich natürlich ein ganz anderes Pendeln, das heißt, ich bin viel schneller natürlich am Rahmen dran, als jetzt mit dem dünnen. Ja, das ist der ganze Hintergrund dessen gewesen, warum hier auch eine Verstellung mit dabei ist. Und wie gesagt, ich bin einer, jetzt gerade natürlich beim Prototypen noch viel schlimmer, weil man einfach doch mal mehr wegnimmt und dann feststellt, er war halt kacke. Ja. Man tastet sich ja da so ein bisschen hin. Also, wie gesagt, es wird hier eben diese Variante geben mit den Gummireifen und es wird die Variante geben mit den Originalreifen. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten, das heißt, wir haben hier eben diese Stahlwelle mit drin, in die ich einfach eine Madenschraube reinschrauben kann oder zwei für den Motor, um den zu halten. Und ich habe aber jetzt eine günstigere Variante, auch wieder wesentlich günstiger. Ich bin kein Fan davon. Ich sag's euch gleich. Ich bin nicht unbedingt Fan davon und ich habe aber auch lange gesucht. Das heißt, statt dem Stahlrohr habe ich hier so ein Druckwasserrohr gefunden. Und jetzt kommt eigentlich der Clou an der Sache. Das ist jetzt nicht so ein Bauhausrohr oder Baumarkt, Entschuldigung, Baumarktrohr. Aber auch hier, und so, da geht der Motor, also gerade, dass er reingeht. Also wenn hier irgendwo ein Grat vom Abschneiden noch steht, dann klemmt es schon. Das heißt, hier flutscht der Motor gerade so rein. Ich stecke mal bündig rein, dann seht ihr das relativ gut. So. Sieht man, oder? Genau. Also hier gehen diese Motoren
ganz straff rein, aber ich musste irgendwie befestigen. Und hier, Madenschraube, ja, brauche ich euch nicht erzählen, oder? Also eine Madenschraube in so ein Plastikding reindrehen, ja, kannst du vergessen. Ja, so ein Rohrschell. Aber es funktioniert. Also es tut mir leid, es funktioniert. Und wenn ich die ganz außen hin mache, habe ich einen Vorteil. Wenn ich jetzt bei der günstigen Variante bleibe, bei der anderen, ja, es geht auch, lackiert da drüber, es guckt da keiner rein, aber so, dann sind die weg. Also hier bei den Originalreifen gehen die halt komplett in dem Reifen unter. Dann sind die einfach weg. Da sieht die kein Mensch mehr. Ja? So. Ist halt die einfache Variante und es ist wesentlich günstiger. Ist ein bisschen leichter dadurch, weil ich natürlich dieses Stahlrohr nicht habe. Das heißt, aber ich kann auch die hier ausbleiben. Ich habe mir das auch vorbereitet. Ich kriege tatsächlich in die hier sogar noch einen Tacken mehr Gewicht rein, weil die halt komplett hohl sind. Kriege ich hier wirklich Gewicht rein. Das zeige ich euch aber dann separat in dem Video, wenn es zu dem ganzen Zeug kommt. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr zu dem ganzen Thema haltet, was ihr von dem ganzen Thema haltet. Zu diesen Plastik gegen Metall Gummiräder, gegen Originalbereifung. Was haltet ihr davon? Soll ich überhaupt zwei Varianten machen? Oder wollt ihr, sagt ihr, nee, macht die günstige Variante, wenn wir Gummireifen wollen, dann gucken wir schon. Ja, also so grob mein Plan. Momentan ist noch nichts im Shop. Ja. Auch hier ist ein bisschen wie beim Gabelstapler das Problem oder der Punkt einfach. Natürlich kann ich euch jetzt hier den Antrieb schon anbieten. Auch hier schreibt mir eine E-Mail, wir finden eine Lösung. Aber es ist nicht final. Also das ist nur Fahren und Lenken aktuell. Ich kann euch nicht sagen, was hier noch an Änderungen dazukommen, wo vielleicht noch was geändert werden muss, wo was umgebaut werden muss und dann im Nachgang noch Teile getauscht werden. Ja? Wer allerdings sagt, ich will das Hubgerüst so oder so hydraulisch ausführen oder irgendwie ganz anders machen. Überhaupt kein Thema. Also ihr könnt das gerne haben. Wie gesagt, schreibt mich an, kriegt ihr die Teile, Liste, was ich euch momentan anbieten kann, was ihr selber besorgen müsst, weil ich halt noch nicht alles auf Lager habe, wie jetzt zum Beispiel die Motoren. Aber das ist überhaupt kein Thema. Ist ein Durchlaufposten. Könnt ihr gerne bei mir bestellen dann, wenn ich sie habe. Aber ansonsten auch gerne dementsprechend woanders einfach gleich mitbestellen, wenn ihr irgendwo anders bestellt. Das bringen wir alles hin. Ja? Also, wie gesagt, da einfach anschreiben. Aber eben keine Garantie aktuell für das, dass noch was geändert wird. Ich habe zwar auch hier vor, dass das, was jetzt schon steht, so bleibt und alles, was jetzt dazu kommt, also sprich für den Hub und Batteriefach etc., dass das alles on top kommt oder als Modul einfach mit angebracht wird. Denn auch hier möchte ich ja diese Flexibilität haben, eben wenn jemand sagt so, ja, aber Fahren, Lenken ist alles super, gefällt mir auch, aber ich werde den Hub sowieso hydraulisch machen, da brauche ich jetzt das oder jenes Bauteil natürlich nicht. Ja? Also, so und jetzt kommen wir dazu, warum das Ding eigentlich überhaupt so lange da rumsteht, weil der Fahrantrieb und die Lenkung war schon lang fertig, ja? Also es war jetzt auch überhaupt kein Hexenwerk an sich und das funktioniert auch einwandfrei. Ich habe es noch nicht verkabelt. Ich zeige euch das jetzt dann mal, wenn ich jetzt mal dazu komme, hier ein bisschen Elektrik reinzuschmeißen, dass wir mal eine Runde drehen können. Freue ich mich immer. Ein Highlight. Ist dieser bescheuerte Hubmechanismus. Auch hier ganz viele Pläne im Kopf gehabt. Der Wolfgang löst das ja mit einem RB35 Motor, der hier eingesetzt wird. Allerdings ist im Gegensatz zu dem Liebherr-Radlader hier vorne einfach so wenig Platz und ich habe auch eigentlich keine Ambition, das jetzt irgendwie einfach so nachzubauen. Das wollte ich nicht. Also, weil ich weiß, er arbeitet parallel natürlich an seinen Modulen für den Umbau. Deswegen, ja, weiß ich nicht. War jetzt irgendwie nicht mein Ansatzpunkt. Der zweite Ansatzpunkt war das Thema, dass ich sage, ja, ich baue so einen Winkelmotor ein. Das Problem ist auch hier, wo? Wohin? Es ist so eng. Dieser Vorderwagen ist so klein geschnitten, dass ich tatsächlich schon kurz bereut habe, die RB35er einzubauen und nicht die 25er Motoren, weil die natürlich noch mal einen Ticken kleiner sind und mir viel mehr Platz bieten für das Ganze. Ja. So. Und ja, ich wollte den Hub ausführen und ich wollte nicht Zylinder drehen, weil Zylinder drehen kostet ewig viel Zeit, dann wo kriegst du die Endabschalter hin, dann passt die Telemetrie nicht ganz. Endabschalter beim
Radlader sind eh immer so eine Sache, weil, wie gesagt, wenn ich das eine bewege, bewegt sich natürlich das andere zwangsläufig nochmal mit von der Telemetrie her. Das heißt, es kann sein, dass ich trotz Endabschalter irgendwas kaputt fahre. Ja, ist so. Ich wollte auch hier diese Motoren nehmen und habe mir hier einfach ein paar bestellt. Das sind jetzt 30 mm, nee, 50er, 100er und 30er habe ich da. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Varianten ich hier schon probiert habe. Also unwahrscheinlich viele. Also oben diesen Part hier, da passt genau ein 30er rein. Ja? Das wird auch so kommen. Wie wir den festmachen, aber das wird so kommen. 99%. Das 1% lasse ich mir mal noch offen. Aber egal wie ich es drehe und wende, ich kriege keinen Zylinder vernünftig in den Vorderwagen. Dass ich, das Problem ist wieder, wir haben ja Ansprüche, oder? Also ich habe einfach den Anspruch. So, ich will einmal ganz runter und ich will einmal ganz nach oben. Okay? So. Denn nur wenn ich ganz nach oben komme, habe ich meine Auskipphöhe und nur wenn ich ganz nach unten komme, kann ich unten auch wirklich ins Material reinfahren. Denn wenn wir jetzt so stehen und der Radlader hat ja die Originalhöhe beibehalten, dann liegen wir schon einfach plan auf mit der Schaufel. Das heißt, wenn ich jetzt runtergraben will, muss ich die Schaufel eh schon anstellen. Aber anders lässt das nicht zu, sonst müsste ich einfach mit den Reifen wieder spielen und das will ich nicht, weil auch die Reifen hier ist auch schon eine enge Nummer mit den Radkästen. Ihr werdet es sehen. Lange Rede, kurzer Sinn, egal was ich mache, ich habe hier drüben, ich zeige es euch jetzt einmal, auch rumexperimentiert mit, zum Beispiel mit der Variante einer Schere. Das Ding ist so wackelig, kannst du komplett knicken. Hier unten, das Teil gibt es original nicht, also ich habe hier die Seitenwand nachgebaut, einfach um das außen zu testen und nicht alles dauernd anzubohren. Ist also diese Seitenwand hier. Wenn ich mit diesem Zylinder innerhalb des Modells bleibe, ich krieg's nicht hin, also ich krieg's einfach nicht gebacken. Entweder ich habe so einen grandiosen Denkfehler, aber flacher als so kann ich es nicht anlegen, denn hier ist ja das Rohr drin. Müsst ihr euch vorstellen, hier liegt ja die Achse drin. So, wenn ich jetzt hier liege, ich bin jetzt hier ganz ausgefahren, ist okay, ist ja auch der kurze Zylinder, dann wäre ich hier oben. Das Problem ist aber, dass ich mit einem ausgefahrenen Zylinder nicht bis oben hinkomme. Und von diesem Punkt aus, wenn ich den Zylinder jetzt hier hochdrehe, was natürlich jetzt nicht geht, aber ich kann es euch hier zeigen, so, dann laufe ich genau drüber und hier ist die Befestigung vom Arm. Das heißt, da kann ich ja auch nicht drüber. Das heißt, ich müsste hier nach vorne rutschen, was natürlich den Weg nach für hier wieder komplett woanders hinschießt. Und ja, wie gesagt, ich habe einen 30er, ich habe einen 50er, ich habe einen 100er. Also den 100er können wir komplett... So. Der ist jenseits von Gut und Böse, also der geht in 100 Jahren nirgendwo rein. Aber die anderen zwei, wie gesagt, der 30er ist eigentlich so der Plan A. Ich habe natürlich auch geguckt, gibt es denn irgendwas Vergleichbares? Hat das schon, was machen andere Leute, gell? Und ja, klar, deswegen ist dieser Schippel hier unten, das markiert tatsächlich den Unterpunkt sozusagen von meinem Rohr, wo ich noch ein bisschen drüber gehen könnte. Dann würde er unten rausschauen aus dem Modell. Aber ich will das nicht. Ich will es einfach nicht. Ich will nicht, dass wenn der da steht, dass unten dieser blöde Zylinder rausguckt. Ich will das nicht. Zumal ich das bis hier unten, also mit Unterkante von dem Rohr, noch nicht mal hinkriege. Das heißt, der würde dann tatsächlich noch überstehen ein Stück. Ja, da sammle ich ja nur Dreck. Und dann stehe ich da an. Ich meine, der hat ja eigentlich eine schöne Bodenfreiheit. Und dann haue ich mir da unten so ein Zylinder unten raus. Und da meine ich wirklich, also wirklich unten richtig raus. Weil es anders nicht geht und selbst dann, also ich habe es ja hier probiert immer wieder, kriege ich nicht den vollen Fahrweg hin von ganz oben nach ganz unten. Und das ist eigentlich so das Hauptproblem. Das heißt, selbst wenn ich diesen blöden Zylinder irgendwo hier hinbekomme, dann habe ich nicht die Variante von ganz unten
nach ganz oben. Und alles, was ich bisher gesehen habe, war das leider auch irgendwie so. Das heißt, die sind entweder nicht ganz hoch gekommen oder sind unten dann hier so auf halber Strecke hängen geblieben. Ich weiß es nicht. Es ist, nee, das ist nicht das, was ich will. Wirklich nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich komme hier noch nicht weiter. Daran hängt's. Einziger Grund, ist momentan Try and Error. Leider momentan nur Error. Deswegen, ja. Irgendwann werde ich die Lösung finden und einen Kompromiss eingehen. Ja, also ich möchte jetzt nicht von dem Problem hier oder es geht nicht, sondern das wird gehen. Ich habe halt die Lösung noch nicht gefunden. Es muss irgendwie gehen. Ja. Wie gesagt, am Ende gibt es vielleicht dann doch einen Kompromiss, wie das Ganze aufgebaut ist oder ausschaut oder es gibt doch andere Zylinder, ich weiß es nicht. Aber ich habe mir das eingebildet, weil die halt A, die End-Up-Schalter schon drin haben, B, relativ gut funktionieren, die haben richtig Kraft und sie laufen auch synchron. Also ich habe ja hier mehrere gleiche davon, die laufen auch synchron. Ja? Und wenn die mal einen Ticken raus sind, ist überhaupt kein Thema, dann fahre ich die auf den Endanschlag, der andere läuft ja den Ticken noch weiter dann und dann sind die wieder parallel. Also ist eigentlich eine ganz sichere Sache, weil die halt einen direkten Endabschalter drin haben und nicht über diese Lastbegrenzung irgendwas abschalten oder wie auch immer. Ja. Das heißt, ich kann die auch über einen Fahrregler dann fahren. Ja, also es hängt. Ja, vielleicht habt ihr eine Idee, schreibt mir unten hin, was ihr so für Pläne verfolgt. Ich will es nicht hydraulisch machen, ich weigere mich noch. Hydraulisch wäre natürlich die genialste Sache. Also ja, und ja, ich habe ja schon einen elektrischen Radlader, würde sich natürlich Hydraulik anbieten, aber ich will das ja für euch auch bieten, weil sonst sage ich, hier geht in den und den Shop, da könnt ihr euch Bausatz XY Hydraulik kaufen und das da reinkleistern. Ja, ich will eine elektrische Version. Hydraulik kann man dann immer noch machen, aber eine elektrische müssen wir doch hinbringen, oder? Leute, so. Kriege echt die Krise. Ja, also wie gesagt, fahren, lenken, die Funktion kann ich euch momentan bieten. Ich kann euch dementsprechend auch die Reifen und die Radadapter schon bieten. Das heißt, der Part ist rum. Thema Hubgerüst, so wie ich mir das vorstelle, das dauert. Das dauert wirklich noch. Und das nächste, was ich ja machen will, ist eben noch so, wie wir die Kabine bearbeiten, Akkufach und so weiter. Auch hier einfacher Zugang, dass wir überall hinkommen, die Batterien natürlich auch schnell tauschen können. Und wenn irgendwas ist, dass wir halt dann alles auch dementsprechend schnell hinbekommen. Ja? So, das jetzt mal einfach nur als kurzer Überblick. War jetzt wieder viel zu lang, so lange wollte ich überhaupt nicht labern. Ich verlinke euch, wie gesagt, die Playlist vom Radlader und vom Gabelstapler auf jeden Fall hier oben nochmal. Oder da. Ihr werdet es sehen. So, und das soweit dazu. Und ich halte euch auf dem Laufenden. Ich mache natürlich noch viele Videos. Jetzt kommt der Herbst. Ich bin kein Wintersportler, deswegen sitze ich jetzt dann kommend wieder mehr in der Werkstatt und dann geht hoffentlich auch wieder dementsprechend mehr vorwärts. Gell? Abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke, dann kriegt ihr auch eine Info, wenn das nächste Video online geht. Und dann freut es mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann.